Andreas Wenzel, Präsident vom LSV, erstmal, was ist das für ein überragender Anzug? Das ist aus der Reservatenkammer vom Herrn Gottschalk. Ist das wirklich wahr? Nein. Habe ich mir gekauft und nachdem unser Buch ja so wunderschön schwarz-gold ist, habe ich gedacht, das passt optimal dazu. Und jetzt habe ich den angezogen heute Abend. 75 Jahre LSV? Wie stolz ist man als Präsident, dass man so einen Verband vorstehen darf? So einen erfolgreichen Verband, der 9 olympische Medaillen geholt hat, die einzigen Medaillen für Liechtenstein überhaupt bei Olympiaden. Wie stolz ist man da? Selber ist man von einer gewissen Zeit gewählt. Man strengt sich an, man versucht sich hinzubringen. Aber stolz bin ich eher auf die Athleten. Und dass wir in unserem kleinen Land immer wieder tüchtige Junge finden, die bereit sind, sich zu engagieren, sich hinzugeben an den Sport und sich einzusetzen und immer wieder Top-Ergebnisse erzielen kann. Und es ist nicht selbstverständlich und dort habe ich einen riesen Stolz. Jetzt waren auf der Bühne vorhin sagen wir so, die Granden des LSV, wenn man so sagen darf, also Medaillengewinner, ehemalige Weltcupsieger, erste Podestfahrer. Ist auch ein schönes Bild, dass die Leute auch alle da sind bei so einem Jubiläum. Es ist toll, wenn man sie wieder einmal trifft. Jeder hat ja zu tun. Und es ist wirklich, wenn man alle mal auf einem Haufen sieht, wird es einem wieder bewusst, in wie vielen verschiedenen Jahrzehnten, mit wie vielen unterschiedlichen Leuten wir in so einem kleinen Land haben gewinnen können. Und es ist fantastisch. Apropos Zukunft, hast du angesprochen, 75 Jahre. Was ist in den nächsten 75 Jahren? Ja, es ist ein langer Weg zu gehen. Aber ich würde mal sagen, wir haben jetzt vor allem im Damenbereich haben wir 5-6 Mädler wirklich mit Potenzial. Wir haben Buben, die sich gewaltig engagieren. Wir haben sehr junge, wo jetzt das erste Jahr in den FIS-Bereich kommt, wo auch Potenzial haben. Und dort heißt es einfach, professionell trainieren, konsequent arbeiten und dann kann so eh nicht wieder arbeiten. Tina hat es eindrücklich gezeigt, oder? Die ist jetzt 2 Jahre weg aus den Speed-Events und macht ihr Comeback-Wochenende und hat natürlich das nötige Glück auch gehabt im Zweiten, aber sie hat sich jetzt eigentlich mit sehr sicherer Fahrt bereits um die Platz 10, 15 kann sie sich etablieren. Und dort sieht man, dass wir dort wirklich Chance haben. Und wir vom Verband stehen hinten dran und versuchen einfach, uns einzusetzen, uns zu überlegen, weil wie können wir das unterstützen. Immer hoffen, dass wir die richtigen Trainer auswählen. Und es ist immer natürlich auch eine Glückssache, weil jeder Trainer muss ja mit dem Athlet kommunizieren. Und oft ist es im Sport nicht so was wichtig, was man sieht, sondern was der Athlet versteht. Und ja, dort sind wir tagtäglich dran und macht Spaß und wir drücken fest um, dass so in Zukunft der LSV gut läuft.